Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Ja Leute, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt schreckliche Orte. Ich möchte gerne mit euch über Orte reden, die euch ein Greuel sind, an die ihr nie wieder vielleicht in eurem Leben zurückkehren wollt, an die ihr nur traurige und schlimme Erinnerungen habt. Und mit Orten meine ich nicht ausschließlich Ortschaften, sondern ein Zimmer kann ja auch ein Ort sein. Ein Flugzeug kann ein Ort sein oder eine Brücke kann ein Ort sein oder eine Wiese, was auch immer. Also schreckliche Orte, Orte, die in euren Erinnerungen wirklich sehr finster sind, an die ihr nicht gerne zurückkehren wollt, an denen euch etwas sehr Schlimmes, Trauriges passiert ist. Das ist das Thema heute Nacht. Das Thema habt ihr euch ausgewählt bei www.nachtlager.de. Da waren viele Themen zur Auswahl gestellt und ihr habt gesagt, das Thema, das gab es schon mal bei Domian, das war interessant und das wollen wir nochmal hören mit neuen Geschichten. Und dem Wunsch kommen wir jetzt nach. Also heute Nacht hier bei uns Thema schreckliche Orte. Telefonnummer 0800 5678 111 und die E-Mail-Adresse lautet 1live.domian@wdr.de. Erster Anruf heute Nacht ist Andi und Andi ist 26 Jahre alt. Guten Morgen. Grüß dich Jürgen, hallo. Hallo Andi. Ja, über welchen Ort reden wir? Über meine Wohnung. Über die Wohnung, genau. Die Wohnung kann auch ein Ort sein. Richtig, zum Beispiel. In dem Sinne, wie ich es meine, ja. Leider Gottes. Warum ist das ein schrecklicher Ort, deine Wohnung? Das ist zu dem Zeitpunkt jetzt ein schrecklicher Ort, weil ich jetzt schon seit einem Monat ohne Strom lebe, die Miete nicht bezahlt ist und ja, mich hier so ziemlich beschissen drin fühle. Also ein Monat ohne Strom. Ja. Kann man sich ja eigentlich so in unserer heutigen Welt kaum so vorstellen. Da funktioniert richtig. Kein Radio, da funktioniert kein Fernseher, da funktioniert kein Kühlschrank. Genau. Geschweige denn irgendein CD-Spieler oder weiß ich was. Ganz genau. Was ist das, worauf du, was du am meisten vermisst? Was ich am meisten vermisse, ist, muss ich ganz ehrlich sagen, das Fernsehgerät. Das Fernsehgerät. Einfach so nach Hause zu kommen, das Ding einzuschalten und läuft einfach nur nebenbei, aber man ist abgelenkt. Wie verfolgst du uns denn jetzt? Über welches Medium? Entweder über mein lustiges Duschradio, was neben mir steht. Achso, das ist mit Batterien läuft das? Ganz genau. Ja. Oder halt per Handy, weil in meinem Handy habe ich auch ein Radio. Achso, ah ja. So, warum ist das alles so? Ja, das ist halt eben ziemlich doof gelaufen. Ich war ziemlich lange beim Bund, habe danach eine Ausbildung gemacht, die leider auch nicht gerade geklappt hat, ne, über die Bundeswehr. Bin dann in ein ziemlich starkes Loch reingerutscht und konnte halt eben mehr oder weniger alles nicht mehr zahlen, weil der ganze Luxus was ich jetzt als Luxus definitiv empfinde, wie zum Beispiel Internet, Fernseher, DVD-Player, deutsche Digitalanlage und der ganze Rotz, was man so halt eben heutzutage hat, einfach irgendwo nicht mehr bezahlbar war. Und sag ich mal, ich konnte mein Stolz nicht überwinden, irgendwo zum Amt zu gehen, zu sagen, hallo, ich kann nur 300 Euro im Monat verdienen, weil ich jetzt nur einen zitteligen Job habe. Und dann lebe ich lieber so, bevor ich irgendwie von der Stütze lebe. Ja, läufst du denn nicht Gefahr, dass du auch die Wohnung gekündigt bekommst? Schon geschehen. Ist schon geschehen? Definitiv geschehen? Ja. Ach so, das heißt, die Aussichten sehen wie folgt aus? Im Moment relativ neutral. Nee, es kann ja sein, dass du dann demnächst auf der Straße sitzt. Nee, zum Glück nicht. Also ich habe da einiges vielleicht am Laufen, was klappen kann. Wenn das jetzt diesen Monat nicht mehr hinhaut, dann wird es ein bisschen kritisch. Aber, also finanziell hast du irgendwas am Laufen, was genau, klappen könnte. Genau, richtig. Ja. Und zwar sieht es so aus, dass ich Reservist bin, von der Bundeswehr her halt. Ja. Und ich halt eben mich wieder halt für den Einsatz ziehen lassen. Das geht jetzt halt eben im Mai wieder los. Ah ja, aber kannst du dann die Wohnung noch retten? Könntest du die Kündigung rückgängig machen? Weiß ich nicht, will ich aber auch gar nicht. Ja. Also hängt da eine ganze Menge Stolz hinter, dass du sagst, ich will einfach keine Unterstützung von dem Staat haben oder ich setze mich nicht auf irgendein Amt und bettel da um ein paar hundert Euro. Ja. Dann halte ich das lieber aus. Ja, richtig. Aber dann hättest du doch vielleicht einen anderen Weg auch gehen können, indem du versucht hättest, irgendwas zu jobben. Irgendwas findet man doch immer. Ich mache. Ich arbeite jetzt zurzeit als Fahrer und kriege da natürlich nicht die rosig große Kohle. Ja.
Das ist halt eben das Problem. Achso, es hat nicht ausgereicht, um die Wohnung zu retten, um den Strom zu bezahlen. Das war genau. Dann dennoch zu wenig, ja. Ja, man muss halt eben auch noch mal im Kühlschrank haben. Ne? Man muss ja auch von irgendwas leben. Ja, von was lebst du? Zurzeit halt eben von dem Geld, was ich durchfahren habe. Davon habe ich halt eben mein Geld vom Essen halt eben her. Ja, aber im Kühlschrank ist ja auch nichts, weil der Kühlschrank ja aus ist. Ja, genau. Das liegt jetzt im Prinzip das, was ich so tagsüber esse, liege ich jetzt draußen im Wagen und ist da gut gekühlt. Ja, das ist ja eine existenzielle Erfahrung, glaube ich, ne, sowas. Ja, verdammt gut, ja. Das ist hart, ja. Ja, ist es auch irgendwie eine gute Erfahrung? Ich denke, wenn man drüber hinweg ist, ist es eine gute Erfahrung. Mhm. Wie ist wenn das man so sie durchlebt, nicht. Ja, ist klar, natürlich, dann ja. Wie ist das denn so mit Familie? Gibt es da keine Unterstützung von Eltern, Geschwistern oder auch Freunden? Eltern habe ich nur einen Part, noch mein Dad, der versucht und tut und macht und hin und her, aber will ich auch nicht, weil muss ich nicht haben. Er hat so viel für mich schon mein Leben lang getan. Ja. Nee. Also ein stolzer junger Mann. Ja. Ob es gut ist oder schlecht ist, wird sich vielleicht in den nächsten paar Jahren irgendwann zeigen. Ich finde es gut, muss ich dir sagen. Ich finde diese Einstellung grundsätzlich gut. Und wenn du auch noch versucht hast, wie verrückt zu jobben, aber es reicht denn dennoch nicht aus, gut, dann. Aber du hast es auf jeden Fall versucht und bist kein Schmarotzer. Und versuchst dich eben am eigenen Schopf irgendwie wieder rauszuziehen, ne? Ja, muss. Ja. Muss ja irgendwie gehen. Ja. Also, der schreckliche Ort ist zurzeit deine Wohnung. Ja. Ist es da auch kalt eigentlich? Gott sei Dank nicht, weil Gott sei Dank haben wir Zentralheizung über Gas und die können wir nicht abdrehen. Ach so. Aber du sitzt da so im Dunkeln oder im Kerzenlicht, ne? Kerzenlicht, ja. Ist zwar sehr romantisch, aber wenn man sowieso allein ist und keine Beziehung hat, ist das auch nicht so toll. Aber da sind die Abende doch eigentlich auch lang, ne? Kein Computer zum Beispiel, kannst du auch nicht. Ich habe einen, aber er funktioniert ja schließlich nicht. Natürlich, ja. Was machst du dann so abends? Ehrlich gesagt, ans Live hören. Nur Radio aus dem kleinen Duschradio. Richtig. Ja. Ans Live hören, lesen. Ja. Aber lesen ist natürlich auch wieder schwierig, nur mit der Kerze, ne? Aber das es geht. Irgendwie das geht das dann auch. Haben die Leute früher schließlich auch gemacht. Ganz genau. Zu Goethes Zeiten und so. Ja, genau. Da kommt man wieder auf die poetischen Wege. Genau, ja. Ja, also interessante Erfahrung finde ich es allemal. Und wünsche ich dir, dass das klappt mit dem, was du da in Aussicht hast. Und dass wieder ein bisschen Kohle reinkommt und du dann auch eine neue Wohnung kriegst. Und wieder Strom. Auf jeden Fall. Andi, alles Gute. Danke, Jürgen. Tschüss. Und übrigens, super deine Sendung. Danke dir. Tschüss. Alles klar. Ciao. Unser Thema heißt schreckliche Orte. Und ich möchte gerne mit euch reden über Orte, die ihr schrecklich findet, vielleicht zur Zeit auch noch findet, so wie das der Andi gerade erzählt hat, oder Orte, an die ihr auf keinen Fall mehr zurückkehren wollt, weil dort etwas sehr Trauriges, etwas sehr Schlimmes passiert ist. Und mit Orten meine ich, oder kann man ja meinen, also nicht nur Ortschaften, wie ich es auch gerade schon sagte, sondern es kann eben auch eine Wohnung sein, es kann ein Zimmer sein, es kann ein Flugzeug vielleicht auch sein. An diesen Ort, in dieses Flugzeug möchte ich nie wieder zurückkehren, weil doch das und das passiert ist. Also Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Frank ist jetzt dran und Frank ist 36 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Frank. Ja, mein Ort ist ein Unfallort. Ja. Beziehungsweise eine Unfallstelle. Das Ganze liegt jetzt 4 Jahre zurück, circa 4 Jahre. Ja. Im Juni 1999 verunglückte dort mein jüngerer Bruder zusammen mit meinem besten Freund auf einem Motorrad in einer Kurve tödlich. Also eine Straße? Ja, es ist eine sehr schöne landschaftliche Gegend, auch die Straße. Man muss sich das so vorstellen, hinter dieser Leitplanke in der Kurve ist eine sehr schöne große Wiese mit 3 Windkrafträdern. Mhm. Also landschaftlich sehr schön gelegen, man sieht in ein Tal herab. Und gerade an dieser Stelle sind die beiden dann verunglückt. Ja. Es war ein... Wer ist gefahren? Ja, auf einem Motorrad zusammen. Haben eine Spritztour gemacht. Ja, nee, wer ist gefahren? Mein Freund. Der Freund ist gefahren. Ja, der Bruder saß hinten drauf. Mhm. Und es war ein sehr schrecklicher, sehr brutaler Unfall. Wurde auch in der lokalen Presse sehr stark angeschnitten. Was ist denn genau passiert? Vom Unfallhergang selbst muss man sich so vorstellen, laut Zeugenaussagen von einem Autofahrer, der ungefähr 100 Meter hinter ihm war, sagte aus, dass diese Maschine ins Trudeln geraten ist. Mhm. Mein Bruder stürzte zuerst von der Maschine, touchierte mit seinem Körper die Leitplanke, flog über die Leitplanke drüber, hatte mehrere offene Brüche von sehr starken inneren Verletzungen, die Blase war zerrissen, die Lunge gequetscht.
wenn man so sagt, Matsch, eigentlich regelrecht Matsch. Wie alt war dein kleiner Bruder? 26 Jahre. Ich hatte auch ein sehr inniges Verhältnis mit ihm. Wir haben sehr viel zusammen gemacht. Er wurde sicherlich noch mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen. Das heißt, er ist nicht direkt am Unfall auch verstorben? Nein, verstarb aber 4 Stunden darauf. Ja. Mein Freund selbst rutschte unter der Leitplanke laut Zeugenaussage durch, verlor dabei den Helm und wurde regelrecht fast geköpft. Also es wie schrecklich. War, ja, wie schrecklich. Es war ein schrecklicher Unfall. Wie alt war dann dein Freund? 29 Jahre. 29. Mhm. Ich meine, ich bin selbst begeisterter Motorradfahrer. Sag mal, Frank, woran lag das denn? Wenn du selbst Motorradfahrer bist, kannst du es ja vielleicht noch besser einschätzen. Ist er zu schnell gefahren oder ist irgendwas kaputt gegangen an dem Motorrad? Ja, man weiß nicht. Die Maschine wurde beschlagnahmt von der Staatsanwaltschaft. Wurde nichts dran gefunden. Ich gehe heute davon aus, dass es einfach die Geschwindigkeit zu schnell war, die beiden drauf hatten, dass mein Freund vielleicht das Ganze doch ein bisschen überschätzt hat. Ja. Weil doch, war denn dein Freund eher ein forscher Fahrer? Er war ein sehr schneller Fahrer, aber auch ein sehr erfahrener Fahrer. Er hat selbst auch früher sehr viel Rennen gefahren, professionell. Und gut, das dennoch kann es passieren, ne, wenn man dennoch kann es passieren. Aber ich stelle mir heute immer noch die Frage, und deswegen auch schreckliche Orte, weil dieser Ort ist für mich sehr schrecklich, sehr grausam, auch sehr unheimlich. Aber auf der anderen Seite zieht mich dieser Ort auch sehr stark an. Das wollte ich gerade fragen. Gehst du oder bist du oft im Laufe der letzten 4 Jahre, es liegt 4 Jahre zurück, sagst du, dorthin gegangen? Ja. Ist das in deiner Gegend, in deiner unmittelbaren Umgebung? Ja, es ist so, dass ich jetzt in Österreich wohne. Ja. Da hat mich die Liebe hingeschlagen. Ja. Aber es ist so, wenn ich dann mal in die Kante zurückkomme, nach Hause, fahre ich selbst sehr oft an diesen Ort. Mhm. Ist dieser Ort so etwas, hat er fast schon etwas Besinnliches für dich wie ein Friedhof? Ja, ich bin meinem Bruder dort sehr nahe. Bist du ihm dort näher als auf dem Friedhof? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Also ich bin ihm da sehr nahe. Hast du Angst? Ich könnte mir vorstellen, dass man auch ein bisschen Angst immer hat, wenn man in die Nähe dieses Ortes kommt, wo etwas so Schlimmes passiert ist. Das ist ein sehr bedrückendes Gefühl. Mhm. Ich muss auch dazu sagen, dass ich auch sehr viel mit meinem Motorrad selbst diese Strecke entlang fahre. Und wenn ich an diese Kurve komme, geht es doch durch und durch. Du hast das Motorradfahren nicht aufgegeben nach diesem schweren Unfall? Ich habe es nicht aufgegeben. Warum nicht? Domian, ich kann es nicht sagen. Also, es ist ein sehr starkes Hobby von mir. Mhm. Ich habe, meine Eltern drehen natürlich durch, wenn ich, das glaube ich, Motorrad fahre. Es ist schwer zu sagen, warum ich noch Motorrad fahre. Mhm. Ich meine. Bist du damals auch direkt danach? Also unmittelbar nein, nach dem Unfall? Nein, ich hatte da doch mehrere Monate kein Motorrad mehr gefahren. Habe mich dann schließlich überwunden. Ich setze mich nochmal drauf. Wenn es dann nicht mehr geht, stelle ich sie ab, verkaufe sie. Ja. Aber ich habe doch immer noch Spaß dran. Ja. Gibt es an diesem Ort oder gab es an diesem Ort ein Gedenkkreuz oder einen Stein? Habt ihr irgendetwas dort aufgestellt? Man sieht das ja öfters an Straßen, man darf das ja auch. Ja, da steht ein Kreuz. Hinter der Leitplanke direkt steht ein Kreuz. Ja. Es stehen dort mehrere Kreuze. Es ist also eine, sagen wir, eine Todeskurve. Es sind schon etliche Motorradfahrer in dieser Kurve verunglückt. Kurioserweise ist jetzt auch eine zusätzliche Leitschiene angebracht worden. Unter den Motorradfahrern wissen wir, dass das ist. Das ist also eine Leitschiene, die uns schützt, wenn wir denn gegen die Leitplanke schlagen, dass wir uns da nicht ernsthaft verletzen oder unten drunter durchrutschen. Wie es passiert ist eben. Hätte eventuell das Leben retten können von den beiden. Als du das damals erfahren hast, war das dein bester Freund? Ja. Das war dein bester Freund. Das ist dein bester Freund und dein Bruder, zu dem du ein inniges Verhältnis hattest, hast du, dass die beide tödlich verunglückt sind. Wie geht man, da warst du 22, auch sehr jung, wie geht man mit so einer Horrornachricht um? Wie erinnerst du dich, wie das damals war? War eine sehr schreckliche Zeit. Ich habe also selbst erfahren von meiner Mutter, dass mein Bruder verunglückt ist. Es war eine sehr dramatische Zeit. Hast du ihn nochmal gesehen, nachdem er verstorben war? Nein. Nein. Ich wollte ihn eigentlich nicht mehr sehen. Ich wollte ihn eigentlich so in Erinnerung behalten, wie er war. Hätte ich eigentlich nicht übers Herz gebracht, ihn selbst nochmal zu sehen. Gott, und wie schrecklich. Das heißt, du musstest dann auf 2 Beerdigungen gehen? Ja, genau. Es war so eine sehr, sehr schreckliche Zeit. Ich bin auch nicht drüber weg. Ich meine, drüber weg kommt man nie. Man lebt damit. Ich hatte auch psychologische Betreuung, nicht nur ich, sondern auch, ich habe noch einen Bruder. Ja. Auch meine Eltern waren in psychologischer Betreuung, Behandlung. Mehrere Wochen.
war auf der einen Seite für mich sehr gut, dass ich auch mal mit einem Außenstehenden darüber reden konnte. Ja, ja. Letztendlich kann er mir nur mehr den Schmerz und die Trauer natürlich nicht nehmen. Nein. Damit muss man leben. Ja. Aber es tut dennoch gut, sich auszutauschen, zu reden und dass man für jemanden da ist oder dass jemand für einen dann da ist. Ja. Ja. Dein kleiner Bruder, war der auch Motorradfahrer oder fleißiger Mitfahrer, Beifahrer? Nein, er hatte zu dieser Zeit den Führerschein gemacht. Mhm. Hatte sogar vor diesem Unfall, der Unfall passierte ca. 2 Uhr nachmittags, hatte vor diesem Unfall morgens noch 3 Fahrstunden genommen bei der Schule. Ja. Und im Nachhinein haben sie gedacht, naja, dann drehen wir noch eine Spritztour mittags und dann ist es schließlich passiert. Also ein sehr schrecklicher Ort, aber nicht nur ein schrecklicher Ort, auch ein Ort der Besinnung oder des Gefühls, nahe bei deinem Bruder und bei deinem Freund zu sein, wenn du dorthin fährst. Ist es regelmäßig so, dass du, wenn du in Deutschland bist, jedes Mal dahin fährst? Ja, es ist wie ein Magnet. Jedes Mal. Mhm. Ich muss dann einfach hin an diesen Ort, um da mal innezuhalten. Mhm. Ich glaube, ich würde das auch machen, wenn ich so etwas erlebt hätte. Ich glaube, ja. Fahr vorsichtig, Frank, wenn du weiter Motorrad fährst. Fahr sehr vorsichtig. Ja, das werde ich auch versuchen. Alles Gute. Schöne Sendung. Dankeschön. Gruß an dein Team und noch weiter sogar. Und schöne Grüße nach Österreich. Ja, danke. Tschüss. Ja, ciao. 0800 5678 111. Thema heute Nacht: schreckliche Orte. Robert ist bei mir, jetzt zugeschaltet, und Robert ist 18 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Robert. Welcher Ort oder welche Gegend ist es bei dir? Bei mir war es ein Waldstück, das ist jetzt 2 Jahre her. Ja. Und da bin ich damals mit einem Freund von mir, der ist mittlerweile 20, sind wir von einer Geburtstagsparty nach Hause gefahren. Mhm. Und dann waren wir in einem Waldstück, das wir durchfahren haben. Und da hat dann mein Freund kurz angehalten, weil er sich entleeren musste. Mhm. Ist kurz ausgestiegen, Motor hat er laufen lassen und so weiter. Dann ist er kurz ein bisschen ins Gebüsch gelaufen. Mhm. Und dann war ich halt auf der Beifahrerseite gesessen, hab so rausgeschaut. Und da habe ich gesehen, wie auf einmal 2 Leute aus dem Gebüsch gesprungen sind, ihn gepackt haben, ins Gebüsch gezogen haben. Mhm. Und da ich meinen Freund bloß noch schreien hören, und auf einmal ist dann ein Schuss gefallen und dann habe ich panische Angst bekommen, bin von der Beifahrerseite gleich auf die Fahrerseite rübergesprungen und dann so schnell wie es ging davon gefahren. Wie viel Uhr genau war es? Das war damals, es war so nachts, war das schon ziemlich spät eigentlich. Ja. Da bist du losgefahren, wahrscheinlich völlig panisch und in großer Angst. Wo bist du hingefahren? Sofort Richtung Hause, es war noch circa 2 Kilometer von mir daheim, ungefähr weg, und bin dann gleich, ohne dass ich noch an irgendwas richtig gedacht habe, bloß noch einfach Richtung Heim. Ja, du hattest kein Handy dabei? Doch, ich hatte ein Handy dabei. Warum hast du nicht sofort die Polizei angerufen? Den Moment habe ich gar nicht so weit gedacht. Mhm. Also war dann erst, wo ich daheim vorm Haus gestanden bin, im Auto, habe ich mir überlegt, was machst du? Rufst du jetzt die Polizei an oder gehst rein und legst deine Eltern auf und erzählst ihnen, was los war? Wie viel Zeit war da vergangen von dem Vorfall? Du hast es gesehen, dann bist du losgefahren nach Hause. Wie viel waren 10 Minuten vergangen, eine Viertelstunde? Es waren so circa 10 Minuten. Ja. Also ich bin so schnell gefahren, wie es ging. Ja. Zu was hast du dich entschieden? Was hast du dann weiter getan? War dann im Auto gesessen und habe mich dann gerade entschlossen, die Polizei anzurufen. Mhm. Und dann hat mein Handy geklingelt, dann erstmal gar nicht gewusst, wer es da anruft, bin hingegangen und dann war das mein Freund, mit dem ich von der Party heimgefahren bin und hat gemeint, wo ich jetzt hingefahren bin, das war auch nur Gag, wir haben dich nur verarscht praktisch und warum ich jetzt da so schnell abgehauen bin praktisch. Also das war eine Verarsche, das Ganze? Ja. Und du hast gedacht, das ist jetzt irgendwie ein schlimmes Verbrechen, ja, was da passiert gemeint, ist? Die haben jetzt meinen Freund erschossen. Und da hört aber der Spaß auf, ne? Ja. Da hört der Spaß auf. Wie hast du darauf reagiert? Also im ersten Moment war ich total geschockt und konnte gar nichts sagen. Habe ich mir gedacht, das kann doch wohl nicht sein. Mhm. Also, weil wir haben damals in unserer Clique war es eigentlich gang und gäbe, dass man sich gegenseitig mal ein bisschen durch den Kakao zieht und verarscht. Aber dass die so weit gehen, das habe ich nicht gedacht. Bist du dann, nachdem er angerufen hatte und hat gesagt, hier, ey, war alles nur Gag, bist du dann zurückgefahren? Ja.
Sind wir dann gleich zurückgefahren. Ja, aber hast du ihn irgendwie zur Sau gemacht? Hast du ihn angeschrien? Hier, was soll das? Hast du? Oder warst du noch unter so einem Schock, dass du gar nicht groß was machen konntest? Na, also ich bin dann schon ziemlich ausgerastet. Aber die haben mich dann, wollten mich dann bloß beruhigen und haben das Ganze bloß verharmlost. Ich meine, warum ich mich jetzt so aufregt, das war auch nur Spaß. Und das hatten die ganz, ganz gezielt eingefädelt, dass genau an der Stelle haben die gewartet im Gebüsch schon auf ihn und er musste mal pinkeln und dann war es so, wie du es gerade beschrieben hast. Dann fiel der Schuss und für dich war völlig klar, da ist jetzt ein ganz schlimmes Verbrechen passiert. Ja, und das hatten die genau geplant. Wie hat sich das so auf die Freundschaft ausgewirkt, auf die Jungs? Ja, Freunde sind wir mittlerweile immer noch. Es war also ich nicht mehr so gut wie damals. Also das Vertrauen zu ihnen hat ziemlich drunter gelitten. Glaube ich. Haben die sich denn zumindest mal entschuldigt? Ja, entschuldigt haben sie sich dann nachhinein schon und haben dann eingesehen, dass das nicht so eine gute Idee war. So, du heißt ja unsere Sendung Schreckliche Orte. Ist das so, dass du, wenn du daher fährst, immer an diesen Vorfall, an diesen Schock und an dieses, an dieses alles denken musst? So ist es. Denke ich mal immer damals, Gott, wenn das wirklich was gewesen wäre. Ja. Und dann denke ich mal, dass die so dumm waren, mich da bloß verarscht haben. Dann denke ich mal, was ist denn dem da bloß vorgegangen? Also verständlich, dass man diese Erinnerungen hat, wenn man da vorbeifährt, aber Gott sei Dank ist es ja wirklich dann nur ein Gag gewesen. Ne? Und das ist alles. Ja, Gott sei Dank, so gut, bin ich heilfroh. Ja. Aber das kann ich mir auch vorstellen, dass das Vertrauen erstmal einen guten Knacks wegbekommen hat, ne? Nach sowas. Das war ziemlich furchtbar. Ja. Also hoffen wir, dass sowas nicht wieder vorkommt, Robert. Ne? Alles Gute dir. Ja, danke. Tschüss. Tschüss, Domian. Katharina, guten Morgen, 17 Jahre alt. Ja. Katharina. Ja. Schreckliche Orte heißt die Sendung. Über welchen schrecklichen Ort möchtest du sprechen? Also, das ist, hörst du mich? Ja, ich höre dich gut, ja. Gut. Das ist in Polen gewesen, weil ich bin Polin und auch polnische Abstammung halt, wie sich das gehört. Und, was? Das habe ich nicht verstanden, das Letzte? Ja, dass ich halt polnische Abstammung bin. Abstammung, ja. Ja. Und wir waren in Polen, in einem Ferienort, da wo wir also auch Verwandte haben und so. Mein Vater hat hat sich mit meinem Onkel gestritten gehabt, weil er total betrunken war. Dann hat es ein paar Stunden gedauert und im Nachhinein war er dann wieder in eine Kneipe gegangen, hat getrunken und ich war bei der Nachbarin gewesen, weil wir uns ja gestritten haben mit meinem Onkel, beziehungsweise meinem Vater. Ja. Und wir waren bei der Nachbarin von meinem Onkel, haben da halt geschlafen. Und ich lag ja auch schon im Bett, das war vor anderthalb Jahren, das war Dezember 2001. Ja. Und kam er dann von der Kneipe wieder, war total betrunken. Ich weiß nicht, ob er wusste, was er tut oder was, aber auf jeden Fall ist er dann zu mir in das Zimmer gekommen und hat dann versucht, mich zu vergewaltigen. Er ist mir unter die Kleidung gegangen, ist mir ins Höschen gegangen und weiß ich nicht. War halt total, naja. Ja, wie hast du reagiert? Also ich habe ihn, als ich dann wirklich realisiert habe, was passiert, habe ich ihn einfach nur weggestoßen, bin aufgestanden und bin in ein anderes Zimmer gegangen. Beziehungsweise ich wollte in ein anderes Zimmer. Und er sagte dann nur so, komm her, ich tu nichts, ich mach nichts, ich hör auf. Du bist doch mein Mädchen und ist doch gut. Und solche Sachen kamen dann von ihm. Und ich bin halt in das andere Zimmer gegangen. Da lag meine Schwester mit meinem Bruder. Ja. Und meine Schwester ist 5, die wird dieses Jahr 6. Und mein Bruder ist 16. Also jetzt jedenfalls. Und dann waren die da und ich habe mich zu meiner Schwester halt hingelegt und habe sie in den Arm genommen und war total fertig, habe geheult. Wo war die Mutter? Meine Mutter war in Deutschland. Die war in Deutschland. Also ihr wart, nur ein Teil der Familie war drüben. Ja, nur mein Bruder, meine Schwester und ich, mein Vater. Mein Vater musste irgendwas da erledigen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. So, jetzt bist du dann zu deiner Schwester gegangen, nachdem das passiert war, dass er dir an die Wäsche wollte. Aber es ist nichts passiert. Er wollte nur an dich heran. Er hat halt nichts direkt getan. Er hat mich überall angefasst. Er hat,
versucht, meine Beine auseinander zu drücken. Ja. Und, also... Was ja schon schlimm genug ist alles. Aber es ist Gott sei Dank nicht zu einer Vergewaltigung gekommen. Nein. Das nicht. So, Nein. Wie ging es denn dann weiter? Dann warst du bei deiner Schwester. Er, wo war er? Was hat er gemacht? Er war in dem Zimmer. Ich weiß nicht, ob er eingeschlafen ist. Achso, er ist nicht hinter dir hergelaufen dann? Nein, der ist nicht hinter mir. Nein, nein, die Nachbarin, die ist auch aufgestanden, als sie gehört hat, dass ich aufgewacht bin. Ja. Und kam mir so entgegen und guckte mich an, was denn los sei. Ich war total erschrocken. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Mhm. Ich dachte, mir war das zu kalt. Ich gehe zu Sada. Ja, so. Er ist dann in dem Zimmer eingeschlafen. Ja, bestimmt, ja. Und wie war es am nächsten Morgen? Am nächsten Morgen hat er so getan, als wäre nie was gewesen. Mhm. War er sehr schwer betrunken? Ja. Ja, das schon. Auf jeden Fall. Das heißt also, du hältst es sogar für möglich, dass er sich gar nicht daran erinnert, oder? Ich weiß, dass er sich nicht daran erinnert. Ich glaub's nicht. Und wenn, dann leugnet er es. Also, meine Mutter weiß davon mittlerweile. Mhm. Hast du ihn denn dann nochmal darauf angesprochen? Nein. Das nicht? Nein. Mhm. Bis heute nicht? Nein, aber ich werde ihn anzeigen. Das möchtest du? Ja. Mhm. Warum jetzt erst? Also ich bin seit 1. März bin ich von zu Hause ausgezogen. Mhm. Ich war im SOS Kinderdorf und mittlerweile bin ich in meiner eigenen Wohnung. Mhm. Der Kontakt zu meiner Familie ist seit September kaputt gewesen. Ah ja. Und mit meiner Mutter habe ich mal geredet, wir haben uns mal getroffen, ich habe ihr alles erzählt. Wie hat sie das denn eingestuft und wie ist sie damit umgegangen? Sie meinte erstmal, als das Jugendamt ihr das gesagt hat, dass ich bei der Anwältin schon war und so, dass das doch nicht sein könnte, sie würde ihn doch kennen und er würde das nie machen. Nur als ich halt mit ihr geredet habe, hatte man wirklich den Eindruck, dass sie das glaubte, was ich sagte. Nur sie möchte sich dazu nicht äußern. Mhm. Also was heißt das, dass sie glaubte, was sie sagt? Dass sie wirklich davon überzeugt ist, dass dein Vater das nicht gemacht hat? Nein, nein. Ich glaube schon, dass sie mir glaubt. Also es hat so eine Wirkung. Nur sie kann es nicht sagen. Sie sagt es nicht. Ach so. Aber die beiden leben noch zusammen? Die beiden leben noch zusammen. Meine Geschwister leben bei denen. Wie war denn dein Verhältnis früher? Also jetzt vor diesem Vorfall zu deinem Vater? Mein Vater, der hat mich seit ich in der 5. Klasse gewesen bin, geschlagen. Also schon immer ein sehr schlechtes Verhältnis. Ja, eigentlich schon. Also es war schon mal so, dass ein Tag oder so im Monat mal ziemlich harmonisch abgelaufen ist. Aber war dann mehr... Aber er hat früher nie irgendwie versucht, dich anzufassen oder irgendwas zu machen. Das war das allererste Mal. Ja, und das letzte. Mhm. Ja, das ist natürlich dann eine ganz, ganz tiefgreifende Erinnerung wahrscheinlich für dich an diesen Ort. Ein schrecklicher Ort, dass dein eigener Vater dir zwischen die Beine gegriffen hat. Ja, das ist das Schlimmste. In diesem Ort wohnen so viele Freunde von mir, meine Tante, mein Onkel, alle. Ich habe so viele Leute da gern. Ich würde da so gerne wieder hin. Ich habe mir vorgenommen, diesen Sommer da hinzufahren. Nur ich weiß nicht, ob ich das überstehe. Ich glaube, wenn ich an diesem Haus vorbeigehe, ist das wie der reine Horror für mich. Du warst ja damals, muss man auch sagen, 15 Jahre erst alt, ne, als das passiert ist. Du hast jetzt schon eine Anzeige erstattet oder willst du sie noch erstatten? Nein, ich war nur bei einer Anwältin. Du warst bei einer Anwältin. Und bist aber fest entschlossen, das durchzuziehen. Ja. Ja. Ich weiß noch nicht wann. Also, eine schreckliche Erinnerung an diesen Ort in Polen, wo der Vater das mit dir gemacht hat. Wenn du das jetzt alles so planst und machst, finde ich das völlig in Ordnung und auch gut für dich, das zu machen, dann es wird wahrscheinlich auch für dich eine Erleichterung irgendwie sein, wenn du ihn angezeigt hast. Das glaube ich auch. Ja. Es war für mich schon eine Erleichterung, als ich das meiner Mutter sagen konnte. Möchtest du vielleicht noch mal ein paar Worte mit meiner Psychologin sprechen? Ja, gerne. Gut, das ist die Anna heute Nacht. Du legst bitte auf, Katharina, und die Anna ruft dich gleich an. Ja, ist okay. Und dann wünsche ich dir alles Gute und alles Liebe. Ja, danke. Und ich wollte mich bei dir nochmal bedanken, weil du mir vor einem Jahr ein Autogramm geschickt hast. Gerne. Gern geschehen. Alles Gute, Katharina. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Andrea, 38 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, hi. Hallo, Andrea. Welcher Ort ist es bei dir? Die Blindenschule des Bundesblindenerziehungsinstituts in Wien, das Internat. In Wien? Ja. Bist du blind? Ich bin blind, genau. Ja. Warum ist das so ein schlimmer Ort für dich? Ich war 16 Jahre da. Ja. Und ich habe halt das Leben ziemlich abgeschirmt erlebt. 16 Jahre warst du da? Von welchem Alter bis zu welchem Alter? Mit 3 bin ich hingekommen, mit 5 war ich dann intern. Mhm.
Und mit 19 bin ich da rausgekommen. Ja. Und es war halt schon so, dass im Internat, schon als ich klein war, ziemlich harte Erziehungsmethoden geherrscht haben. Zum Beispiel? Also ich war als Letzte mit dem Essen fertig, weil ich halt eine langsame Esserin bin. Und mhm. zur Strafe hat mir eine Erzieherin, die hatte dann jeden zweiten Tag Dienst, hat sie mir immer den Teddybären weggenommen, den ich, das war das Einzige, was ich von zu Hause sozusagen dann dabei hatte. Mhm. Das musste ich dann halt immer abgeben. Das ist eine Erinnerung an ganz frühe Zeiten, als du noch ein richtiges ja. kleines Mädel warst. Ja. Da waren in dieser Anstalt waren nur blinde Menschen. Blinde und sehbehinderte ja. Kinder, genau. Warum musstest du von deinen Eltern weg? Die Zeit war damals einfach so, dass die Eltern sehr auf die Erzieher gehört haben und auf die Direktoren da, die behauptet haben, ich bin zu zart und ich sollte doch lieber im Internat sein, um mich nicht zu schnell zu erkälten und krank zu werden. So, jetzt fing das schon so an, dass die dir als ganz kleines Mädchen diesen Teddy weggenommen haben, wenn du nicht alles schnell gegessen hast. Könnt ihr mir vorstellen, dass sich das dann noch gesteigert hat, was du da erlebt hast? Ja, es war so, dass wir oft in der Ecke stehen mussten, wenn wir irgendwas falsch gemacht hatten. Und wenn wir geweint haben, weil wenn man so ins Internat kommt, dann ist man halt traurig als Kind. Dann hieß es immer, du bist doch ein großes Mädchen, du brauchst ja gar nicht zu weinen. Das war also schon ziemlich heftig. Also weil weinen wird man ja noch dürfen. Also ich habe es danach wieder gelernt, meine Gefühle so auszudrücken, wie ich das möchte. Aber das hat gedauert. Seid ihr in diesem Internat, in diesem Blindeninternat auch geschlagen worden? Nee, das nicht. Das nicht. Aber es war irgendwie so Psycho. Terror, ja, ich weiß nicht, so genau. hart ausdrücken. Nee, es war schon so. Also es wurde zwar dann mit den Jahren besser und die Erzieher waren dann ein bisschen toleranter, aber eigentlich war es nicht wirklich gut. Also wir waren zu 15 oder zu 10 im Schlafraum, hatten auch nur unser Bett da stehen und unser Nachtschränkchen und einen Stuhl. Und die Schränke standen draußen in Reihe und Glied im Flur. Duschen waren im Keller und der Waschraum war, da war ein Waschbecken neben dem anderen und dann gab es die Handtuchreihen, wo jede das hatte, dass du dann halt das vierte von links oder so. Und so. Ja. Also so ein Massenbetrieb war das halt. Ja. Ich überlege gerade, wie kann sie sich als Blinde das genauso vorstellen, wie das da aussah? Zum Beispiel, dass diese Waschräume. Ihr habt das ertastet, ne? Oder? Ja, man merkt sich die Form von den Räumen, weil sonst kann man sich gar nicht orientieren. Ja, und dass da auch dann ein Waschbecken am anderen ist und einen Handfalter nehmen und so weiter, ne? Genau. Und dann entsteht da so ein. Bist du von Geburt an blind? Ich war im Brutkasten und habe da zu viel Sauerstoff gekriegt. Ah ja. So, und dann bis zum 19. Lebensjahr. Ja. Wenn du da. Also, ich glaube, es ist nicht übertrieben zu sagen, dass du in diesem blinden Internat sehr unglücklich warst. Es war so, dass ich meistens unglücklich war zu der Zeit, als meine Eltern sich getrennt hatten. Da war es zwischendurch auch okay, so dass ich davor flüchten konnte, aber das hat nicht lang gedauert, vielleicht ein Jahr. Ich wollte eigentlich darauf hinaus, ob du das deinen Eltern gesagt hast oder auch gebettelt hast, ja, darf ja, ich nicht die ganze Haut. Ich habe schon immer gesagt, ich wäre lieber zu Hause, das habe ich gemacht, auf jeden Fall. Ja. Wenn du jetzt im Nachhinein, wenn das so Revue passieren lässt, was ist letztendlich die allerschlimmste Erinnerung an diese Internatszeit? Also immer dieses Abhauen müssen von den Eltern und diese Ausgeliefertheit zu wissen, dass man erst am Samstag wieder abgeholt wird. Und wenn man dann nicht abgeholt, also einmal haben meine Eltern, als ich ganz klein war, die waren auf Skiurlaub und haben mich da vergessen. Also nicht vergessen, aber ich hatte so das Gefühl, sie hätten mich vergessen. Und haben mich dann erst später abgeholt an diesem Samstag und das war schrecklich irgendwie. Also diese Gefühle kennen ja nur viele Leute, die im Internat waren. Aber ich denke mir, dass es bei dir noch schlimmer war, weil du eben ein blindes Mädchen warst und wahrscheinlich da noch größer, also vielleicht die Einsamkeit noch intensiver wahrgenommen hast. Ich glaube, es ist für alle gleich schlimm, egal ob du jetzt nie sehen kannst oder siehst, weil wenn du nie gesehen hast, dann ist das irgendwie auch stimmt. egal. Also, ja. Du bist dann mit 19 da rausgekommen. Ja. Was hast du dann gemacht danach? Ich habe dann gleich zu arbeiten angefangen und bin von zu Hause ausgezogen, weil meine Stiefmutter mich nicht mochte und habe dann schon alleine angefangen weiterzumachen. So. Ja. Habe dann aber die Pubertät zwischen 20 und 30 gehabt, kann man sagen, weil das, was da in der Blindenschule war, ja gut, man durfte sich ja, man wurde ja schon geschimpft mit 13, wenn man sich einen Kuss gegeben hat, dem Jungen oder so. Es war ja ein Drama. Gab es denn so sexuelle Sachen, erotische Sachen in diesem Blindeninternat? Ja, es gab schon, aber es wurde halt sehr streng kontrolliert. Es gab also Jungs und Mädels, das war ein gemischtes Internat. Ja, es war ein gemischtes Internat, aber die Schlafräume waren, also die Gruppen waren halt Mädels bei Mädels und Jungs bei Jungs. Hattest du denn so eine kleine Liebelei in der Zeit? Ja, ich hatte eine, aber eigentlich war es dann auch so, dass die sehbehinderten Mädels mehr Jungs abgekriegt haben als die blinden Mädels.
Also das war dann schon so, dass wir, die wir eben gar nicht gucken konnten, oft von den Sehbehinderten gehänselt wurden auch. Und ja, das, die haben eher einen Jungen abbekommen, weil die die Jungs sehen konnten und eher auf die, ja so profan ist es, ne? Und eher auf die zugehen konnten. Und auch die Jungs selber waren eher dann, also es, jedes Mädel guckte halt eher, dass es einen sehbehinderten Jungen kriegt, der noch ein bisschen gucken kann. So. Ach so. Also waren die Sehbehinderten, interessant, die Sehbehinderten haben sich gesucht? Ja, oder eben die attraktivsten blinden Mädels oder wie auch immer. Ja, ja, ja. Ich war halt ziemlich klein und zart und war, ja, und dann gab es ja auch die Mädels, die erst, weiß ich nicht, mit 10 oder 11 ins Internat gekommen waren und die hatten ja ein ganz anderes Leben erlebt. Die waren vielleicht weniger weltfremd als wir, die wir halt schon als Kleine dahin gekommen sind und dann haben wir bestimmt auch irgendwie theoretische Dinge gesagt, die dann vielleicht sehr rückentwickelt oder waren irgendwie. Und wurde in dieser Zeit, in deiner Internatszeit, als du im Blindeninternat warst, darüber so auch gesprochen, dass man blind ist, warum man blind ist? War blind sein? Ja, schon, aber dann, wenn jemand Neues kam, wurde mal gefragt, aber dann war es auch schon wieder durch, Gott sei Dank, weil das ist ja auch langweilig, wenn man das. Es ist auch jetzt so, dass ich oft vergesse, warum jemand blind ist, wenn ich blinde Menschen treffe, weil irgendwie kann man das gar nicht so alles behalten. Ja. Weißt du, Andrea, ich habe gerade überlegt, als du sagst, ich bin im Brutkasten mit zu viel Sauerstoff versorgt worden und bin von Geburt an blind. Ich kenne gar nichts anderes. Wenn man einem Sehenden sagt, der Mensch ist blind, dann kann man sich etwas darunter vorstellen. Wir machen einfach die Augen zu oder setzen uns in ein dunkles Zimmer und so ist es dann eben, wenn jemand blind ist. Kann man sich als Blinder überhaupt vorstellen, was es bedeutet, sehend zu sein? Nicht, also später Blinde, klar. Das schon, ja, aber ich meine jetzt von Geburt an. Ich nicht. Nee, ne? Aber ich würde es natürlich ausprobieren, wenn es dann mal wäre. Ja, das glaube ich schon. Aber das ist abstrakt ja gar nicht zu erklären, was es bedeutet, zu sehen. Ja, genau. Hm? Ja. Also Farben stelle ich mir dann eher in Tönen vor oder mit glatt und rau und kalt und warm zu vergleichen. Zum Beispiel Rot, die Farbe Rot. Die Feuer. Feuer. Aber Feuer auch nur mit Wärme, ne? Ja. Ja, weil Feuer ist auch rot, aber das weißt du ja nicht. Ja, die Sonne halt zum Beispiel auch, oder so, wenn die reinscheint. Ja. Stelle ich mir rot vor. Und wie stellst du dir, sagen wir mal, rosa vor? Ein bisschen kitschig so. Ja. Ja, und du musst einen bestimmten Klang vor Augen, vor Ohren haben. Ein schriller, hoher Ton vielleicht. Ja, interessant. Ja. Und weiß? Weiß vielleicht Marmor. Marmor, aber auch nur, wie du Marmor Weil fühlst. Marmor kalt ist. Marmor ist kalt. Ja. Mhm. Marmor sieht ja, also jetzt kann ganz verschieden aussehen. Ja. Aber er ist halt immer kalt, das stimmt, wenn man anfasst, ja. Oder das, Glas oder so. Ja, ja. Was machst du vom Beruf? Ich arbeite bei einem Sender und. Ach, sind wir Kollegen oder wie? Ja. Ehrlich? Bist du auch am Mikro, arbeitest du vor dem Mikrofon? Nee, das nicht. Also, obwohl Bürgerfunksendungen mache ich auch. Ah ja. Aber lebst du in Österreich oder in Deutschland? Nee, hier in Köln jetzt. In Köln, ah ja. Und wie kam das, dass du damals in Österreich in der blinden Internet? Ich war Wienerin oder ich bin Wienerin, bin Österreicherin. Ah so. Und dadurch. Und jetzt hat sich nach Köln verschlagen. Ja, genau. Ja. Dann hatte ich halt keine Lust mehr auf die Stadt, weil vielleicht hatte das auch mit dem Internat teilweise zu tun, weil ich hatte dann halt auch ganz schräge Männergeschichten. Dadurch, dass ich ja so naiv rauskam aus diesem Internat und also ich mag teilweise diesen Wiener Dialekt auch nicht mehr hören oder so. Also weil ich diese Männerstimmen, diese Dialekte irgendwie nicht richtig ertragen kann auf Dauer. Das ist echt irgendwie schon so. Und die Stadt selber ist ja konservativ im Gegensatz zu Köln. Ich war noch nie in Wien, aber mag sein, wenn du das so sagst, ja. Liebe Andrea, ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute. Ich dir auch. Dankeschön, auf Wiedersehen. Danke, tschüss. Telefonnummer 0800 5678 111. Thema heute Nacht bei uns schreckliche Orte. Und von einem schrecklichen Ort, zumindest für sein Leben, wird uns jetzt auch Dirk erzählen. Und Dirk ist 30 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Dirk. Hallo. Um welchen Ort geht's? Es geht um Gelsenkirchen, Herle, am Forsthaus. Mein schrecklicher Ort ist der Bauspielplatz am Forsthaus. Am was? Am Forstdorf? Forsthaus. Am Forsthaus, ach so. Am Forsthaus, ja. Diesen Platz, den meide ich wohl, weil ich da meinen Bruder vorgefunden habe, wie er tot auf Erde lag, schon abgedeckt. Kriminalpolizei stand schon rundherum und die ließ mich nicht zu meinem Bruder. Das war ein, erklär mal genau, was für ein Ort das ist. Ist das ein Spielplatz oder? Ja, ist ein Spielplatz, ja.
Wie alt war dein Bruder damals? 29. 29? Zum September 2002 wurde er 30. Ja, wann ist das passiert? 1. Mai 2002. 2002. Ja, und was ist jetzt genau, was heißt Spielplatz? Ein Kinderspielplatz oder? Das ist so gesehen, ja, ein Kinderspielplatz. Am Forsthaus? Am Forsthaus, ja. Gegen Halle. Was ist denn genau dann dort passiert? Also mein Bruder, der hat sich wohl mit diesem Täter, hat er sich wohl verabredet, waren sich bekannt und wie es dazu genau kam, kann ich nicht sagen. Aber die hatten sich da getroffen, die hatten auch einen Disput vorher an der Sölderbude. Mhm. Am Forsthaus, wo mein Bruder ihn wohl niederschlug. Ich weiß nicht, ob er sich jetzt irgendwie geäußert hat, der Täter oder sonst wie. Mhm. Wie es dazu kam, kann ich nicht sagen. Ach, das ist bis heute auch gerichtlich nicht geklärt, die ganze Sache? Es ist wohl geklärt, er bekam seine Strafe 7 Jahre, aber wir als Familienangehörige sind der Meinung, das war zu wenig. Ja, gut, das ist noch ein anderes Thema, aber es geht jetzt erstmal um die Klärung. Wer war dieser Mann? War das ein Bekannter von deinem Bruder, ein Freund oder in welchem Verhältnis stand er zu diesem Mann? Er stand in dem Verhältnis, in dem mein Bruder eine Frau hatte und mit deren Schwester war er liiert, beziehungsweise zusammen. Ne? Ich sag mal, die waren noch nicht mal verlobt. Nur jetzt, wo er zum Gerichtsprozess kam. Also dein Bruder kannte den Täter? Mein Bruder kannte den Täter, ja. Die kannten sich auch schon längere Zeit. Ja. Und mein Bruder mit meiner Schwester zusammenkam, lernten die sich kennen, haben sich mal zusammen eingetrunken, aber dann kam es. Weswegen kam es dann an diesem Forsthaus zum Streit zwischen den beiden? Weißt du das? Ja, also soweit wie ich weiß, hat mein Bruder ihn wohl, sag ich mal, schon immer wieder gesagt, komm, jetzt lass uns das mal klären oder sonst wird, ich sag mal, mit Faustrecht oder wie auch immer, nur dass mal jetzt irgendwie die Streitigkeit beiseite gelegt wird. Das weiß ich nicht. Es kam aber zu einem Disput an der Sölderbude, wo mein Bruder ihn niedergestreckt hat. Ja. Und dann hatten die sich dann wohl telefonisch verabredet zu diesem Treffpunkt am Forsthaus. Ja. Er steckte wohl ein Messer ein und steckte ihn damit nieder. Also steckte ihn die Kehle durch und mit 8 Messerstichen in der Brust, 7 davon ins Herz. Mit 28 Stichen? Nicht 28, das waren wohl einige Stiche, aber keine 28. Es waren 8 Stiche in der Brust. 8 Stiche. Mhm. Und Kehlaufschnitt. Mhm. Okay, ja. Mhm. Der war ist sofort verstorben, dein Bruder. Ich will es hoffen. Ja, mhm. Du kamst dann dazu und hast ihn dort liegen sehen, mit einer Plane überdeckt. Ja. Wie kam das, dass du so schnell benachrichtigt worden bist? Durch einen Kollegen, der wohnte auch da in der gleichen Straße, das ist die Hermannstraße, Kramerstraße, Hermannstraße, und er hat das wohl irgendwie mitverfolgen können, dass da was los ist. Ich bekam einen Anruf und sagte immer, die hat gesagt, da irgendwas ist passiert, irgendwas ist mit deinem Bruder passiert. Ja. Aber dafür bekam ich einen Anruf von meinem Bruder und er fragte mich, Dirk, wo bist du? Was machst du? Ne? Hast du Zeit? Ja, ich sag, Marc, sag ich, ich bin mit dem Fahrrad unterwegs. Ich bin jetzt da und da. Jetzt war mein Schwiegereltern jetzt mit meiner Freundin unterwegs. Ne? Was ist denn los? Ne? So, und da kam ich nicht mehr weiter darauf zu fragen. Dann legte er auf. Ich hörte nur im Hintergrund, wie er zu jemandem sagte, der hat jetzt keine Zeit. Ach so, das war vielleicht unmittelbar vor der Tat. Unmittelbar vor der Tat, als du denn ich denke mal, dass er meine Hilfe bräuchte oder so. Vielleicht, ja. So, dann bist du da hingekommen. Hast du ihn angeschaut? Hat man die Plane hochgehoben? Nein, ich durfte ihn nicht anschauen. Ich sag mal, der Bestatter, der hat uns auch davon abgeraten, den Familienangehörigen, den Leichnam jetzt zu beschauen. Ja. Also der Deckel blieb auch zu, unzumutbar wäre. Ja, aber du hast dann da quasi neben ihm gestanden, bis er abtransportiert wurde. Ne? Das war so. Ja. Ja, das waren wahrscheinlich unendliche Minuten. Für mich kam es vor wie eine Ewigkeit. Ja, das in einem unglaublichen Schockzustand. Der Täter, ist der sofort gefasst worden oder hat man den erst noch ein paar Tage suchen müssen? Er hat sich selbst gestellt. Der hat sich selbst gestellt. Ja, er rief die Polizei von seinem Hause aus und sagte, jetzt könnt ihr mich abholen. Ich habe den und den getötet. Kann man das so in 2, 3 Sätzen zusammenfassen, warum er deinen Bruder getötet hat? Das habe ich noch nicht richtig verstanden. Du hast es gerade versucht, so ein bisschen zu erklären. Ja, ich habe es ja selbst nicht verstanden, warum und weshalb. Das weiß ich ja nicht. Aber also es gab Streitigkeiten irgendwie mit... Aufgrund der 3 Jahre Reibereien untereinander. Er hat ja auch, sag ich mal, sich geäußert vor Nachbarn, in Gärten, wenn Feiern waren, hat er sich ja geäußert, er würde ihn umbringen. Mhm.
Aber ehe man jemanden umbringt, muss man ja so einen ungeheuren Zorn, einen Hass auf jemanden haben. Da muss ja irgendwas ganz Heftiges vorgefallen sein. Sollte man denken. Es gibt ja auch manchmal solche Verbrechen wegen Nichtigkeiten, klar. Ja, aber das weißt du. Das kann ich selbst nicht sagen. Ich sag mal, da muss man mal den Täter selber fragen, was für ein Motiv er genau hatte. Ja, und das ist bei der Gerichtsverhandlung nicht richtig geklärt worden. Oder das weißt du nicht genau? Nee, meines Erachtens nicht. Ich war da. Ich war an zwei Gerichtstagen war ich da gewesen. Ja. Beweisaufnahme bis zum Urteilsspruch. Hat der Täter sich denn reuig gezeigt oder war er zu betoniert? Also für mich hat er keine genaue Reue gezeigt. In dem hat er für mich schon keine Reue gezeigt, indem er sagte, er würde sein halbes Leben geben. Und so einen Spruch kenne ich nicht. Ich sag mal, wenn ich wirklich was bereue und mir täte es leid, dann würde ich sagen, mein Gott, wenn ich das rückgängig machen könnte, ich würde auch mein Leben dafür geben, aber nicht mein halbes Leben. Was meint er jetzt? Ach so, weil er jetzt 39 Jahre jung ist und sein halbes Leben verwirkt hat. Also er würde sein halbes Leben geben, um das wieder rückgängig zu machen? Ja. Das ist eine komische Formulierung. Stimmt. Sehe ich auch so. Im Jahre 2002 war das. Das ist ja noch nicht lange her. Bist du seitdem wieder mal an diesem Ort gewesen? Nein. Machst du einen großen Bogen um diesen Ort? Also ich lege keinen Wert darauf, an diesem Ort zu erscheinen, weil für mich dann die Erinnerungen auftreten. Ich meine, wir haben, sag ich mal, jetzt Unterlagen durch unseren Anwalt bekommen und dadurch, sag ich mal, wurden jetzt von der Autopsie und all Fotos und auch vom Unfallort jetzt oder beziehungsweise vom Tatort jetzt, wie mein Bruder lag, bevor er zugedeckt war, jetzt die Aufnahmen, die wurden alle gemacht und die habe ich gesehen und die habe ich bis heute noch vor Augen. Das glaube ich ja. Das heißt, er ist dann als Leiche quasi fotografiert worden. Das hat man euch gezeigt. Ja, richtig. Also ich habe mal den Leuten, also die Familienangehörigen, die das sehen wollten. Ja, das vergisst man nie. Das ist eingebrannt, ne? In der Erinnerung. Hattest du ein gutes Verhältnis zu deinem Bruder? Ein sehr gutes, ja. Er war mein Zwillingsbruder. Ich bin mit dem. Ach, er ist ein Zwilling. Ach, dein Zwillingsbruder auch noch. Ja. Da sagt man ja, dass das dann noch schlimmer ist, ne? Als wenn es nur ein normaler Bruder ist. Das ist ja Ich kann das nicht nachvollziehen, ob es jetzt noch schlimmer wäre, aber für mich ist es ziemlich schlimm. Ja, das kann ich mir schon denken. Dirk, möchtest du auch noch ein paar Worte mit meiner Psychologin vielleicht sprechen? Wäre nett. Gut, dann ruft Anna dich gleich an, beziehungsweise zurück und du legst bitte jetzt auf. Okay, danke. Und ich wünsche alles Gute. Ja, und dir eine gute Nacht. Dankeschön, auf Wiederhören. So. Lukas, 33 Jahre alt, guten Morgen. Ja, hi, Domian. Hallo Lukas. Warte, ich muss meinen Fernseher leiser drehen. Bitte. Da ich gerade vor dir liege. So. So. Also schreckliche Orte. Ja, da kann ich dir ein Lied von singen. Da leg mal los. Ja, pass auf. Ich habe mal versucht, meine Rente vorzeitig durchzusetzen. Habe ich eben schon einen Kollegen erklärt, wie du weißt. Ne? Ich weiß noch nicht. Also naja, die Rente. Es ging also darum, ich musste eine raue Menge, oder ich sollte eine raue Menge eines Rauschgiftes, also Kokain, von Aruba, das ist eine Insel vor der Küste Venezuelas, gehört zu den Niederlanden. Ne, du guckst mich gerade so böse an. Herrliche Insel, wunderschöne Insel. Allerdings haben wir da 4 Wochen Urlaub gemacht vom Allerfeinsten und dann sind wir nach Hause geflogen. Und wer ist wir? Ja, ein Freund und ich. Ne, mit dem ich auch dahin geflogen wurde, war ja. Oder sollte auch so sein. Und wir sollten dann halt auch Kokain mit nach Hause nehmen, ne? Moment, ne? Wie? Ihr solltet Kokain mit nach Hause nehmen? Wer hat euch beauftragt? Wer wollte das? Ja, das war alles hier vorher klar gemacht. Es ist in Deutschland eingefädelt worden? Nein, nicht in Deutschland, in den Niederlanden. Ne? Ich wohne also hier ziemlich nah der Niederlande. Ja, okay, ist egal. Also es ist hier eingefädelt worden? Ja. In Europa? Ja. Dass ihr da erstmal einen tollen Urlaub verbringt und ihr dann Kokain zurückschmuggeln sollt. Ja. Ja. Wie überhaupt, ehe du das jetzt weitererzählst, wie warst du hier in Europa, in den Niederlanden in Kontakt gekommen mit dieser Mafia-Kokain-Connection, wie immer man das mal auch nennen mag? Ja, genau. Man sollte immer ein bisschen vorsichtig sein, mit wie man das nennen mag. Ne? Weil wenn man sich die Straßen anguckt, ist es alles voll. Ne? Also, ja, die Frage war jetzt, wie bist du in Kontakt mit den Leuten gekommen? Ja, weil eben die Straßen immer voll sind.
Wie, die Straße so, war voll? Und das ist, fing mit der Kleindealerei an, ne, mal hier ein Gramm, mal da ein Gramm, ne, und dann mal 5 Gramm, 10 Gramm, 20 Gramm, 50 Gramm. Das heißt, du hast schon als Kleindealer gearbeitet, oder was? Ja. Ah, gut. Jetzt ja, erzähl mal weiter von der Insel. Also ihr solltet dann eine große Menge Kokain schmuggeln. Ja. Wie viel genau? 13 Kilo. 13 oder 30? 13. 13 Kilo. Mhm. 13 Kilo. Mhm. So, und dann? Ja, und dann sind wir halt nach Europa geflogen. Es wurde alles vorher abgecheckt. Ne? Also wir sind nach Holland gefahren, haben uns da in der McDonald's getroffen und so. Und da haben wir die Flugtickets überreicht gekriegt und so. Die gingen auf alle Fälle von Düsseldorf aus, obwohl eigentlich klar war, dass wir nie nach Düsseldorf fliegen. Gut, jetzt mal, komm, also eins am anderen. Also ihr wart jetzt unten auf dieser schönen Insel. Von dort solltet ihr 13 Kilo Kokain nach Europa schmuggeln. Ja, was auch völlig ein Witz ist. Ja, wirklich. Das ist also nicht passiert. Ihr habt es nicht gemacht. Wir haben es nicht geschafft, nein. Habt ihr denn das Kokain dort unten in die Hände schon bekommen? Ja, klar. Ja, wo habt ihr es hingetan? In den Koffer. Ganz normal in den Koffer. Einfach reingeschmissen. Ja. Und seid ihr da unten direkt am Flughafen erwischt worden? Klar. Ja. Und was passierte dann? Ja, you are under arrest, sagte der Zöllner. Was warst du? You are under arrest, sagte der Zöllner. Ja. Das heißt, ihr kämt in den Knast. Ja, also die haben unseren Koffer durchsucht. Wir haben erst noch gelacht. Mhm. Wir haben die ganze Zeit noch gelacht. Mhm. Wir haben lange noch gelacht. Mhm. Ne? Weil die Zöllner, die haben erst nur die Ränder von dem Kaffee, da wo normalerweise Kokain in kleinen Mengen versteckt wird. Ja. Und wir kannten die Geschichten schon alle, wo das in kleinen Mengen versteckt wird. Okay, das müssen wir nicht vertiefen. Ihr seid erwischt worden mit 13, ist ja unglaublich viel, mit 13 Kilo Kokain. Was ist dann da unten mit euch geschehen? Ja, da sind wir da unten vor Gericht. Also erstmal sind wir in Untersuchungshaft geraten. Ja. Und deswegen habe ich angerufen, wegen den schrecklichen Orten. Ja, genau. Die ersten 10 Tage. Ja. Darum ging es. Da sind wir also in ein Polizeigewahrsam eingewiesen worden, was sich eigentlich keiner in Deutschland vorstellen kann. Zu welchem Land gehört? Zu welchem Land gehört diese Insel? Die gehört theoretisch zu den Niederlanden. Das ist das Königreich der Niederlande. Das ist die Insel Aruba, Bonaire und Curaçao. Und liegt genau wo? Und die liegt genau, also die Insel Aruba liegt genau 30 Kilometer vor der Küste Venezuelas, weil die venezuelanische Küste genau da eine Beule hat. Mhm. Okay. Sehr genau zu erkennen. Okay, so, jetzt seid ihr dort in den Knast gekommen. Ja. Diese Insel ist unter niederländischer Verwaltung. Ja, das hat aber damit eigentlich schon wieder viel weniger zu tun. Gut, wie ist es dir ergangen in diesem Knast? Ganz, 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 ganz schlimm. Was ist das Schlimmste, was dir da passiert ist? Also, ist ein bisschen schwierig zu sagen. Also, ich bin nicht gerade unbedingt der Kriminalistik abgeneigt, sagen wir mal so höflich. Nee, die Frage ist ja ganz einfach und es gibt auch eine einfache Antwort. Was ist das Schlimmste, was dir da widerfahren ist? Hat man dich geschlagen? Habt ihr nichts zu essen gekriegt oder was? Alles. Du bist geschlagen worden, es gab nur Faules zu fressen. Mhm. Du hast stets auf deinen Arsch aufpassen müssen. Ja. Stets. Ja. Wie lange hast du da zugebracht? 19 Monate. 19 Monate. Ich kann da kein Mitleid empfinden. Nein. Ich kann einfach nur sagen, Recht geschehen. Wer Kokain schmuggelt und dazu beiträgt, dass vielleicht andere Leute hier irgendwie draufkommen, der muss halt damit rechnen, dass ihm sowas passiert. Genau, dass er bestraft wird. Das war uns auch vorher klar. Mhm. Habe ich immer zu meinem Kollegen gesagt, pass auf, Junge, entweder kommen wir zurück, wir haben die Rente durch, oder wir haben Saupech und dann gehen wir da hinten in die Kiste. Ja. Und da hinten die Kiste überleben wir nicht. Ja. Was machst du jetzt hier zurück in Deutschland, in den Niederlanden vom Beruf? Ja, ich habe dann wieder ganz normal angefangen, als in meinem Lehrberuf oder so. Ne? Ja, was machst du jetzt? Was machst du jetzt im Moment? Ich bin Autolackierer, gelernt. Also, machst du das im Moment auch? Ich habe auch ein eigenes chemisches Patent. Ich habe schon mal versucht, bei dir anzurufen.
wo es um irgendwelche Patente geht, also darum geht es ja halt. Nee, ich habe einfach gefragt, was du zurzeit machst, beruflich. Im Moment gar nichts mehr. Gar nichts mehr. Mhm. Nö. Gut. Jetzt haben wir die Geschichte gehört, dass du da unten in üblen Knastumständen warst. Ich hoffe, dass du nie wieder in diese Drogengeschäfte irgendwie reinkommst und verabschiede mich von dir. Alles Gute. Tschüss. Alles Gute. Ciao, Domian. Stefan, 37 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen. Hallo, Stefan. Ein schrecklicher Ort. Welcher ist es bei dir? Ja, bei mir ist es, das ist mein Arbeitsplatz. Warum? Ich bin Sektionsassistent. Was bist du? Sektionsassistent. Sektionsassistent? Was ist das denn? Ja. Ich seziere verstorbene Menschen, die im Krankenhaus versterben. Mhm. Assistent, ja. Das heißt, du bist in einer medizinischen Ausbildung oder ist das ein Beruf? Oder bist du schon ausgebildet? Es ist ein Lehrberuf. Ja. Es gibt nur zwei Sektions- und Präparationsmedizinische Schulen in Deutschland. Mhm. Das ist einmal in Bochum, wo aber mehr die Tierpräparation gelehrt wird. Ja. Und die andere ist in Berlin-Neukölln. Und die theoretische Ausbildung geht 6 Monate. Mhm. Und die praktische, also es ist ein betriebliches Praktikum, die geht dann auch 6 Monate. Du machst mal bitte den Fernseher leise. Der ist ja nämlich nicht leise. Das heißt, du schneidest den ganzen Tag zusammen, vermutlich mit Ärzten? Oder assistierst Ärzten? Oder wie kann ich mir das vorstellen? An Leichen? Nein, es ist so, es werden Sektionen für den Tag angesetzt. Das sind im Schnitt 2 am Tag. Mhm. Das kann mal eine sein, mal keine, dann sind es mal 3. Ja. Und die werden dann eröffnet. Die verschiedenen Organpakete werden dort entnommen. Mhm. Also das klingt jetzt also technisch. Also die Leiche wird aufgeschnitten. Ja. Das heißt eröffnet. Ja. Und die Organe werden rausgenommen. Mhm, ja. Das stimmt. Und wer macht das? Ist da ein Arzt auch bei? Ja, die sind auch dabei, machen die Sektion dann auch teilweise. Mhm. Aber ich kann das genauso. Ich kann ich eröffne auch einen Leichnam, mhm, entnehme die Organpakete, mhm, lege dann teilweise auch verschiedene Organe, an verschiedenen Organen die Arterien oder Venen oder sowas frei. Ja. Und das wird dann in verschiedene Schalen eingelegt, mhm, wo dann der Arzt halt eben bei der Befunderöffnung mit dem Stationsarzt zusammen das dann alles erörtert. Ah, also da kriegt man dann alles gesehen haben, makroskopisch. Da kriegt man dann mit dem Auge. Letztendlich die Todesursache wird dann festgestellt. Genau. Sind das auch Leute, also auch Menschen aus dem kriminellen Bereich, Nein, das ist ein ganz eigenes Fach. Das ist dann die Gerichtsmedizin. Ja. Die hat damit gar nichts zu tun. Ah ja, gut. Das wird dann an die Gerichtsmedizin weitergeleitet. Du sagst, dass das für dich ein ganz schrecklicher Ort ist, dein Arbeitsplatz. Der ist im Grunde nicht schrecklich für mich. Das ist im Grunde nur schrecklich für die Leute, mit denen ich dann drüber spreche. Ach so, ich verstehe. Für dich ist es gar nicht so schlimm. Nein, ich habe eine gesunde Distanz dazu. Ich wollte mich gerade fragen, warum machst du es dann nur? Warum hast du es gelernt, wenn du das so schrecklich findest? Ich verstehe jetzt, die anderen finden es schrecklich und für dich ist es dann... Ja, die anderen finden es sehr schrecklich, ja. Wenn man fragt mich, was bist du vom Beruf, sag ich, ich bin Sektionsassistent, hä? Mhm. Ja, ich arbeite in der Pathologie. Ja. Hilfe. Ja. Ja. Das kriege ich dann immer entgegen. Ich meine, es ist ja auch seltsam, wenn man sich vorstellt, da ist jemand, genau, in der Gerichtsmedizin finde ich das ja auch immer so seltsam, die Vorstellung, dass man den ganzen Tag an Leichen rumschnibbelt. Ja, oder auch an Leichenteilen. Zum Beispiel kommen ja auch amputierte Körpergliedmaßen zu uns, die dann auch noch untersucht werden, ob denn diese Amputation nun wirklich notwendig war. Ja. Dann werden an Beinen zum Beispiel Gefäße freigelegt. Ja. Was war denn deine Motivation eigentlich, diesen Beruf, von dem ich auch noch nichts gehört habe, dass es das gibt, Selektionsassistent, diesen Beruf zu ergreifen? Was war die Motivation? Also ich habe mich seit meiner Bundeswehrzeit für die Medizin interessiert und in meiner Krankenpflegeausbildung, die 6 Wochen dort, bei der praktischen Krankenpflegeausbildung während der Grundausbildung, habe ich in die Pathologie so ein bisschen reingeschnuppert. Ja. Ich konnte in dem Krankenhaus, wo ich diese praktische Krankenpflegeausbildung gemacht habe, da reingucken und konnte das freiwillig mitmachen. Das hat mich dann sehr interessiert. Ja. Gab es denn schon mal eine Situation, wo du dich wirklich dann auch geschaudert oder geekelt hast? Nie. Noch nie? Nie. Wie viele Jahre machst du das jetzt schon? Also diesen Beruf hier mache ich jetzt 3 Jahre. 3 Jahre. Ich hatte vorher nach meiner Bundeswehr, war ich noch im Ausland gewesen. Mhm. Und und als ich dann wieder zurückkam, musste ich eine komplette Umschulung machen und ja.
Stefan, jetzt muss ich dich radikal abbrechen, weil ja, die Sendung gleich beendet. War interessant, wenn auch sehr kurz mit dir gesprochen zu haben. Ja. Alles Gute und auf Wiederhören. Tschüss. Ja, alles Gute, tschüss. In der Technik, Annette Bastian. Morgen freie Themen, Nacht, 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Tschüss und bye-bye. Bis morgen.